Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den KWB-Adventskalender. Das ist ein Werkzeug-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir den für 29,95, ich glaube reduziert, gekauft, denn mittlerweile liegt der bei 49,95, heute ist der 5.12. Ja, der ist irgendwie im Preis angestiegen. Ich habe keine Ahnung warum, weil eigentlich ist jetzt die Zeit, wo die alle ihre Adventskalender reduzieren und nicht erhöhen. Aber gut, ja, ich würde sagen, wir öffnen das Schätzelein einfach mal, denn mein Freund hat eben noch zu mir gesagt, Claudi, wann öffnest du denn den KWB-Adventskalender? Das ist so geil. Hier habe ich die Nummer 1 und die ist riesengroß. Da wird wahrscheinlich die Tasche drin sein, wo wir das ganze Werkzeug drin verstauen können. Deswegen öffnen wir das mal. Achso, hier an der Seite ist es irgendwie ein bisschen eingerissen. Und wir haben hier auch überall so Klebis drüber. Keine Ahnung. Ist ein bisschen schade. Ein cooler Weihnachtsmann ist hier drauf auf einem, ja, wirklich coolen Schlitten im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, oh nein. Hier ist alles durch die Gegend geflogen. So, die sieht schon mal ganz gut aus, ne? Das gefällt mir auf jeden Fall. Also KWB-Werkzeug haben wir jetzt so eigentlich bei uns nicht wirklich. Das finde ich schon wieder cool. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Wir haben hier halt wirklich richtig coole Einsätze, wie man das am besten halt befestigen kann. Und das heißt, dass ich das nach und nach gleich befüllen werde. Schau mal, ob ich hier auch eine Aufbauanleitung finden kann. Ich glaube nicht. Bei dem Engelbert Strauß hatten wir nämlich eine mit drin und hier war jetzt keine mit drin. Okay, hier hinten steht schon mal drauf, in welches Kläppchen jetzt welches Werkzeug gehört hätte. Dann haben wir hier die Nummer 2 und die ist ganz schön klein. Ja, hier wären eigentlich 2 Bits drin gewesen. Ich habe hier aber leider nur einen. Der andere ist irgendwo im Nirvana verschwunden und das scheint ein... Ja, Torx ist ja eigentlich die Bezeichnung von der Marke, genau wie bei Tempo und Seva, ne? Aber darunter kennen wir die ja am meisten. Müsste eigentlich ein Hexagon oder so sein, ne? Genau, aber ja, ein kleiner Torx. Ich denke, den kann man hier so reinstecken. Ja, das sieht doch gut aus. Ihr habt mir übrigens geschrieben, dass ihr euch wundert, dass ich weiß, wie das heißt, was hier drin ist. Ich habe mal in dem Bereich gearbeitet, ne? Also ich habe mal in einem Großhandelsunternehmen gearbeitet, was gar nicht so bekannt ist. Also die haben halt Firmen und sowas beliefert. Deswegen kennt man die nicht wirklich und sind im süddeutschen Raum unterwegs. Und dort habe ich Schrauben und Verbindungselemente verkauft und war dort im Vertriebsinnendienst und war dann da auch für das C-Teile-Management zuständig und habe dann da auch die ganzen Kanban-Systeme bei den Firmen mit integriert. Also ich, ja, habe das tatsächlich dann jeden Tag irgendwo in der Hand gehabt. War da auch auf Seminaren, wo mir dann viele witzige Sachen beigebracht worden sind. Und ja, das nur mal by the way. Also ich habe da entsprechend einen Hintergrund, was Werkzeug angeht. Genau. Ja, jetzt weiß ich auch, warum da oben Klebi war. Damit das Ding wieder zu bleibt. Kann das wohl sein? Weil so geht das jetzt ja die ganze Zeit auf. Das ist ja ein bisschen nervig. Okay, hier haben wir die Nummer 3. Die ist klein. Und die öffnen wir jetzt mal. Oh, jetzt haben wir hier eine Nuss drin. Die nicht gut rausgeht. Guck, einige Sachen sind hier so krass drin, dass du die gar nicht rausbekommst. Und manche Sachen, die sind hier so lose drin. Geht mir minimal auf den Keks. Hebelwirkung macht alles, ne? Eine Nuss. Genau. Und das ist eine Nuss mit 13 mm. Genau, das heißt, wir werden hier auch garantiert noch eine Knarre mit drin haben. Das finde ich cool. Darüber freut sich mein Freund auch immer. Jedenfalls sagt er mir das immer. Und ja, da stecke ich hier doch einfach mal so rein. Die kannst du meistens draufstecken und festdrehen. Die sind einfach nur zum Draufstecken. Okay, so, das war die 3. Dann gehen wir jetzt weiter zu der Nummer 4. Die haben wir hier. Das finde ich nice, tatsächlich. Und zwar haben wir hier verschiedene Imbusschlüssel dran. Da sind 2 ganz kleine schon dran und die restlichen fehlen noch. Die sind dann wahrscheinlich in einzelnen Kläppchen. Ist aber ganz nice. So, 5 ist der Tag, quasi der 5. Dezember, an dem Tag, wo ich jetzt heute gerade drehe. Die ist hier oben. Ah ja, hier sind 2 Bits drin und die sind tatsächlich auch schon da. Da ist nichts weggeflogen. Da haben wir einmal auch wieder ein Torx, Schrägstrich Hexagon. Da steht jetzt, ah, guck mal hier, Torx 25 steht hier drauf. Also ein 25er, das ist eigentlich so diese gängige Größe, ne? Und dann ein Phillips in der Größe Nummer 1, quasi ein Kreuzschraubendreher. Genau, ich glaube Phillips 2 ist eigentlich so das gängigste. So, Nikolaus, die Nummer 6 haben wir hier. Habt ihr schon Nikolaus geschenkt? Ihr seht das Video nach Nikolaus. Ja, ihr habt garantiert. Was habt ihr zu Nikolaus bekommen?
Ich habe tatsächlich heute schon das erste bei uns vor der Tür stehen gehabt. Das habe ich eben reingeholt. Da hatte meine Stiefmama zusammen mit meinem Papa was gemacht. Und dieses Kläppchen ist leider leer. Was wäre denn da drin gewesen? Ja gut, da wäre so ein Flaschenöffner drin gewesen. Der ist dann wahrscheinlich hier unten irgendwo bei der 13, ne? Okay, ja, dann gehen wir mal zu der Nummer 7. Die ist hier, die ist klein. Wahrscheinlich wieder eine Nuss. Leute, meine Nägel weinen und meine Finger tun weh. Das ist wieder eine Nuss in der Größe 10 mm. Die schaut so aus. Ja, eine Nuss. Da muss ich echt gleich mal gucken, wie ich die dann da rein, in welcher Reihenfolge. Mal gucken. So, das war die 7. Dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 8. Also ich kann euch nur empfehlen, solltet ihr eine Frau sein, schenkt eurem Freund mal einen Werkzeug-Adventskalender. So strahlende Augen hast du noch nie im Leben gesehen. Also mein Freund ist da voll am Eskalieren. Und auch wenn ihr mit immer wieder kommentiert, wir haben genug zu Hause. Nein. Bei Männern ist das mit Werkzeug so wie mit uns Frauen und Schminke oder mit uns Frauen und irgendwas, was wir sammeln. Männer können nie genug Werkzeug haben. Das wird mein Freund auch nie zugeben. Also deswegen... Sollte euer Freund halbwegs handwerklich orientiert sein, ist es eine coole Nummer. Okay, hier haben wir was drin, was ich nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Ich glaube, das sind irgendwelche Deckhülsen. So Gummiviecher, ne? Die sehen aus wie Kronkorken. Also entweder ist das wirklich so gedacht, dass du das dann über eine Bierflasche drüber machen kannst, um halt, ne, dass da kein Staub oder keine Viecher reinkommen. Und da haben wir ganze zwei Stück von. Oder das ist irgendwie irgendeine Abdeckkappe. Hier ist ein kleiner Zettel mit drin. Verwendung des Artikels nur bei Raumtemperaturen von 10 bis 40 Grad. Verwendung von maximal 3 Tagen. Verwendung auf Flaschen nur für Wasser, Softdrinks und Alkohol bis maximal 20% Alkoholgehalt. Achso, dann könnte es sonst sein, dass das angegriffen wird, ne? Aber cool. Ja, das, ne, kann Mann oder auch Frau gut gebrauchen. Über die Nummer 9 wird sich mein Freund hoffentlich freuen. Okay, ich habe den Adventskalender kaputt gemacht. Shame on me. Ja, hier ist ein kleiner Zollstock drin. Und dieser Zollstock geht bis einem Meter. Ist nie weg, so ein Ding, ne? Kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Kann ich tatsächlich auch auf der Arbeit ganz gut gebrauchen. Vielleicht nehme ich den mit zur Arbeit. Ich meine, eigentlich habe ich da einen Zollstock liegen, ne? Aber wie gesagt, ist nie weg. 10. Hier unten. Oh, das ist praktisch. Hier ist auch so ein... Bit drin. Ich glaube, das ist der Torx, den wir eben verloren hatten. Das ist der T20er. Ja. Der wäre theoretisch in der 2 drin gewesen. Jetzt haben wir den hier. Das ist doch nett. Jetzt haben wir ihn wieder. Genau. Und in der Nummer 10 im ersten zweistelligen Kläppchen haben wir so eine Winkelwasserwaage. Ist total praktisch. Also das kann man wirklich gut gebrauchen, wenn man Möbel aufbaut, wenn man Bilder aufhängt. Ne? Das ist echt, echt praktisch. Und ja, deswegen richtig cool. 11. Erste Schnapszahl. Wo bist du? Da. Winzig klein. Was wird da wohl drin sein? Eine Nuss. Die Nüsse sind hier echt so dermaßen krass festgemacht. Da kannst du... Also... Aber die kann man gut raushebeln, indem man da mit der Schere vorne reinpiekst und das dann so hochhebelt. Das ist eine Nuss in der Größe 8 mm. Genau. Nüsse kann man wirklich gut gebrauchen, ne? Das ist... Da hast du einfach eine bessere Hebelwirkung von der Geschichte her, wenn du Sachen festdrehen möchtest und so und... Genau. 11 haben wir gerade gehabt, ne? Ja. Dann gehen wir zur Halbzeit. Wow, haben wir schon Halbzeit. Die Nummer 12, die haben wir hier. So, hier haben wir zwei Inbusschlüsseldinger drin. Huch. Genau. Stehen jetzt so keine Größen mit dabei, aber es sind halt zwei Inbusschlüssel. Die kriegst du auch ständig verloren, ne? Deswegen, also ich weiß nicht, wie lange so ein Ding überhaupt vollständig ist. 2 Tage. Und dann hast du die ersten schon wieder verloren. Das ist das Typische. Ach, guck mal, hier hast du die Größen auch dran stehen. Genau, das ist cool. Das geht von 1,5 mm bis 6 mm. Sehr cool. Das war die Halbzeit. Dann gehen wir weiter zu der Nummer 13. Die ist hier sehr gut verschlossen wieder. Das ist einerseits cool, andererseits finde ich das echt blöd, weil, ey, welchen Kerl? Nein, auch als Frau finde ich das echt nervig. Da aufzufriermeln und dann das Klebi abzumachen. Aber ich glaube, das ist halt wirklich nur, weil ich das bei Amazon bestellt habe und dann haben die halt da drauf geachtet oder der Verkäufer dort, ne, dass es halt alles heile ankommt.
trotzdem sind die Knöpfchen in sich verschoben gewesen. Ja, das kannst du nicht verhindern. Guck mal, hier haben wir auch die Nummer 6 endlich drin. Das ist sehr praktisch, ne? Den Flaschenöffner kannst du halt vorne an so eine Knarre dran machen, dass du das halt so reinsteckst. Und ja, deswegen ist halt ein Flaschenöffner Spielerei, aber es ist ganz cool. Und hier haben wir ein Cuttermesser drin. Auch das finde ich sehr cool. Habe ich letztens noch für die Arbeit mir ein neues bestellt gehabt. Weil immer, wenn ich dann halt Pakete aufschneiden möchte, brauche ich ein gutes Cuttermesser. Und so habe ich halt jetzt eins für zu Hause, ne? Das werde ich mir dann entsprechend organisiert hier behalten. Und so. Ich gucke hier tatsächlich auch mal drunter, ob ich da irgendwo noch weitere herausgefallene Viecher finde. Aber das sieht so erstmal ganz gut aus. Wir gucken weiter. Also bislang ist ja auch nur das rausgefallen und von dem einer. Also von daher, das haben wir jetzt hier unten ja gefunden. Dann gehe ich jetzt mal weiter zu der Nummer 14. Die ist hier oben und die ist wieder sehr klein. Hier haben wir wieder zwei Philips Kreuzschlitz. Bits. Genau. Das sind diese hier. Ja. Bin sehr gespannt. Wir müssten dafür ja auch irgendwann hier mal eine Halterung drin haben. Und wir sind schon bei der Nummer 14. Naja, haben die sich dann für die anderen, also für die hinteren Kläppchen aufgespart. Das ist die Größe 3 mm und 2 mm. Ach Mensch, finde ich das hübsch, dass das hier alles so toll reinpasst. Ne? Das ist voll nach meinem Monk-Spleen-Gedönsen, diese Taschen. Ich liebe das und ich werde ausrasten, wenn ich sehe, dass sie nur noch halb befüllt sind. Ne? Kriegt mein Freund halt nächstes Jahr noch mehr Adventskalender. Okay, das war jetzt die 14. Jetzt gehen wir mal zu der Nummer 15. Und die haben wir hier, die ist ein bisschen größer. Ui, da sind gleich zwei Dinger rausgeflogen. Hier wären zwei Imbusse drin, aber die befinden sich wahrscheinlich bei 19, 24. Nein, das sind die beiden, die hier sind. Genau, die waren doch schon rausgeflogen, die haben wir doch schon gefunden, ne? Genau, das sind die beiden. Das ist der 5er und das ist der... Steht das drauf? Nein. Doch. 4er. Genau, 4 und 5. 16. Die ist hier und auch wieder so schön zusammengeklebt. Oh, das ist ein Phasenprüfer. Da steht mein Freund total drauf. Also da freut er sich jedes Mal drüber, wenn sowas in Adventskalendern drin ist. Jedenfalls sagt er mir das immer. Kennst du das, wenn du irgendwas im Auge hast und nicht weißt, was? Und du guckst rein und du findest einfach nichts? Okay, auf jeden Fall. Ein Phasenprüfer. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ist dafür da, um zu gucken, ob noch Strom auf der Leitung ist. Und das ist dieses Produkt. Genau, den kann man sich auch ganz lässig an seine Hose machen oder sonst irgendwo dran. Das ist sehr praktisch. Und gleichzeitig hast du hier halt einfach noch einen Schraubenzieher, so einen kleinen Schraubendreher mit dabei, was ich echt gut finde. Auch hier ist ein Beipackzettel mit enthalten, der uns wahrscheinlich sagen wird, was es ist. Ne? Ein Spannungsprüfer AC 200 bis 250 Volt. Die auf dem Spannungsprüfer angegebenen Spannungen sind Nebenspannungen. Der Spannungsprüfer darf nur bei der angegebenen Spannung von AC oder AC 200 bis 250 Volt benutzt werden. Eine einwandfreie Anzeige ist nur bei Temperaturen von minus 10 bis 50 Grad Celsius und bei Frequenzen von 50 bis 500 Hertz sichergestellt. Die Wahrnehmbarkeit der Anzeige kann beeinträchtigt sein bei ungünstigen Standorten, zum Beispiel bei Holzleitern oder isolierenden Fußbodenbelägen, die nicht in betriebsmäßig geerdeten Wechselspannungsnetzen und in nicht betriebsmäßig geerdeten Wechselspannungsnetzen. Mensch, der Spannungsprüfer muss kurz vor der Benutzung auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Spannungsprüfer mit Schraubdreherklinge dürfen nur zum Spannungsprüfen benutzt werden. Benutzungsverbot für andere Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlageteilen unter Einwirkung von Niederschlägen, zum Beispiel Tau oder Regen, und schadhaften Spannungsprüfern, deren Funktion und oder Sicherheit offensichtlich beeinträchtigt ist. Läuft bei ihm. Ja. Warnhinweise für einen Spannungsprüfer mit dabei. Finde ich fancy. 17. Hier oben. Hier haben wir gleich drei Kreuzbits drin. Ach, das ist aber nicht schlecht, Herr Specht. Ne? Da lassen Sie sich nicht lumpen. Da haben wir gleich eine ganze Reihe unten voll. Und zwar haben wir einmal den Pozi 1. Den Pozi 2. Und den Pozi 3. Der Unterschied zwischen Philips und Pozi ist, dass du beim Pozi noch irgendwie diese Zwischendinger zwischen den Rillen hast. Ne, da ist noch so eine Zwischenrille. Ich glaube, dass der Pozi 3 dann in dem Sinne nochmal ein bisschen mehr Grip hat, um das mal so zu sagen. 18. Haben wir hier. Da ist die letzte fehlende Nuss enthalten.
Ich versuche es immer wieder, das mit dem Finger rauszukriegen, aber Leute von heute, das wird nicht funktionieren. Ohne Hebel, ohne mich. Eine Nuss mit 7 mm im Durchmesser befindet sich in der Nummer 18. Ich sehe jetzt schon die leuchtenden Augen von meinem Freund vor mir. Er wird sich so darüber freuen, wenn er das gleich von mir bekommt. Ich bin eine gute Freundin. So, die Nummer 19 schauen wir uns mal an. Die ist hier. Ah, wir haben hier Ersatzklingen, glaube ich, drin für das Cuttermesser. Kann das wohl sein? Steht da drauf? Sprayer Blades. Ja, das sind wohl Ersatzklingen. Das ist praktisch. Kann man gut gebrauchen, ne? Ja, immer wenn die stumpf sind, bricht man dann ja quasi an der Sollbruchstelle diese Cutterviecher ab. Deswegen finde ich es gut. So, herzlich willkommen im 20er Bereich. Wir haben hier die Nummer 20, die ja schon so ein bisschen angemackelt ist. Und hier haben wir endlich unsere Knarre drin. Richtig geil. Das ist die halt, die passend für die Nüsse ist. Kriegst du genauso gut raus wie die Nüsse, ne? Läuft. Okay. Ja, da kannst du die... Oder ist das nur ein Bithalter? Das gucken wir uns doch gleich mal eben an. Praktisch ist tatsächlich, dass die so schön gummiert ist. Also du hast hier einen schönen, guten Griff, ne? Das hat schon Grip. Gefällt mir gut. Und normalerweise kann man da dann die Bits reinmachen. Probieren wir mal. Ja, genau. Haben wir dann mit dem Schnellspanner oben ein Bit eingespannt. Ja, aber die Nüsse sind eigentlich für Knarren, das ist keine Knarre. Das geht da natürlich geht das da nicht rein. Oder du hast dafür dann irgendwann einen Adapter. Müssen wir nachher mal gucken. Aber ja, das ist halt einfach, finde ich auch schön. Aber wir müssten eigentlich hier auch noch eine Verlängerung drin haben. Ne? Jedenfalls haben wir das meistens. Aber wir gucken mal weiter, denn wir sind jetzt ja im 20er Bereich. Dann schauen wir mal, was die Nummer 21 hat. Und von der Form her sieht es aus wie eine Verlängerung oder wie ein Adapter. Und das ist tatsächlich auch einer. So schaut das Schätzelein aus. Kann man dann hier entsprechend reinmachen und da oben dran, Leute, jetzt lernt ihr hier noch was, ne? Kann man einfach die Nuss reinmachen. Cooler wäre es gewesen, wenn man das hier auch hätte irgendwie so abknicken können, dass man hier eine bessere Hebelwirkung hat. So hast du halt wirklich, dass du die Nuss dann nur so drehen kannst. Das finde ich ein bisschen, naja, ja, nicht so cool. Da hatten wir in anderen Adventskalendern auf jeden Fall bessere drin. Die Nummer 22 ist die zweite und letzte Schnapszahl und auch sie hat ein Klebi dran. Hier haben wir die letzten beiden Inbusschlüssel drin. Hier haben wir die beiden Schätzeleins. Tada! Und somit haben wir nun unseren Inbushalter oder Hexagon-Schlüsselhalter komplettiert. Ach, das sieht so schön aus. Und das wird dir vielleicht 2 Tage lang so schön aussehen. Und danach ist alles in der Wohnung, im Haus, im Garten, überall verteilt. Lasst uns realistisch bleiben, Leute. Gut, die 23 ist auch schon wieder so richtig schön groß. Auch die hat ein Klebi dran. Oh, das gefällt mir. Das hatten wir jetzt, glaube ich, so in den anderen Adventskalendern nicht drin. Denn das hier ist so eine Zange. Das finde ich gut. Ne? Eine Mehrzweckzange im Prinzip, ja. Kannst du rumzangen, kannst du Sachen mitgreifen, wenn dir mal wieder eine Schraube zu tief reingekommen ist und die springt halt wieder automatisch zurück, finde ich klasse. Ne? Das ist gut. Ein cooles Tool. So, 24, was ist da wohl drin? Die ist klein. Da haben wir jetzt bestimmt kein Werkzeug mehr drin, da ist jetzt irgendwie ein Multitool oder irgendwie sowas drin. Ja, natürlich. Und einen Gutschein habe ich hier auch drin, da gucken wir gleich mal. Aber das hier ist so ein typisches Multitool, ne? Das hatte ich jetzt auch schon in anderen Adventskalendern drin oder in, ja auch in Männer-Adventskalendern dieser, wie hieß der? Männer-Adventskalender, den es auch für Frauen gibt. Der echt furchtbar war. Aber gut, ja, das hier ist ein cooles Multitool und das kannst du zum Flaschenöffnen nehmen. Hier ist auch so ein Messergedönsen dran, oh, da muss ich aufpassen. Eine Säge, ein kleines hier Messgedönsen. Damit kannst du, glaube ich, irgendwelche Flaschen öffnen oder so, weiß ich nicht genau. Oder, ja, weiß ich nicht, was man da alle mitmachen kann. Hier hast du keinen Beipackzettel mit dabei. Mensch. Ja, aber hier haben wir jetzt tatsächlich einmal alles rausgenommen. Hier ist auch nichts mehr daneben gefallen. Jetzt setze ich mal eben mein Viech hier zusammen und dann gucken wir mal, wie es am Ende aussieht. 2 Dinge habe ich gerade nochmal nachgeschaut im Internet. Nein, 3 Dinge. Zum einen habe ich geguckt, wie man das Ding zusammensetzt und das sieht dann... Oh nein. Es hält nicht so gut, wie ich dachte. Mist.
Vielleicht ja, man muss die alle noch mal ein bisschen reinstecken. Ich habe die nicht ganz reingesteckt, weil ich bin so ein Eimer. Okay, zum einen habe ich geguckt, wie man dieses Werkzeugding jetzt zusammensetzt. Und so schaut das dann komplett zusammengesetzt aus, wenn man alles drin hat. So schaut es aus. Ich finde es schön, ne? Das ist wirklich cool, gefällt mir, ist auch ein wirklich sinnvoller Inhalt. Also hier hast du alles drin. Wie gesagt, abgesehen von der Knarre, die für mich auch gerne hätte biegbar sein können, ist es eine 1A-Geschichte, ist abwechslungsreich und du hast irgendwie gefühlt alles dabei, was du brauchst. Zum anderen habe ich geschaut, achso, und dann hast du dieses Multitool und diese, ne, das ist halt ein Gimmick, das ist so mit dabei. Dann habe ich geschaut, was es mit diesem Gutscheincode auf sich hat. Leute, es steht tatsächlich auch herzlichen Glückwunsch in diesem Ding von mir drin und es, ich glaube, und damit werde ich meinen Freund noch ein Stückchen glücklicher machen. Ich habe dieses Werkzeugset gewonnen. Ne? Weil du bist dann also eine von 170 42-teilige, also es, in diesen Adventskalendern hast du 170 Mal wohl diesen Gutscheincode drin und ich habe einen hier drin. Yay! Mein Freund wird sich einen Eimer, einen Keks freuen. Ja. Außerdem habe ich auch nochmal wegen dem Preis geguckt. Es gibt wohl zwei verschiedene KWB-Werkzeug-Adventskalender. Der eine für 49,95 ist noch ein bisschen anders. Da hast du hauptsächlich wirklich Werkzeug, also diese Zangen und so weiter drin. Und das hier ist der günstigere für 29,95, den es auch noch im Schäfer-Shop oder sowas gibt. Verlinke ich dir mal in der Infobox. Das ist mega cool. Also vielleicht hast du dann auch nochmal die Gewinnchance auf dieses Werkzeugset und halt noch diese Werkzeuggeschichten hier mit dabei. Denn 30 Euro, also unter 30 Euro, ist echt günstig. Muss ich wirklich sagen. Ich bin gerade ein bisschen baff, Leute, ne? Ich finde den Adventskalender, jetzt mal abgesehen davon, dass ich auch noch dieses Werkzeugset scheinbar gewonnen habe, finde ich den gut. Wobei ich sagen muss, dass andere Adventskalender, die ich hier ausgepackt habe, auch sehr, sehr gut waren. Also der, ich weiß nicht, ich glaube der HZ ist jetzt der, den ich so am besten fand. Ich weiß nicht. Der Engelbert Strauß war auch cool, ne? Eigentlich waren die alle cool. Mein Freund hat sich über alles gefreut und der wird auch gleich sehr leuchtende Augen haben. Ich bin einfach die beste Freundin der Welt, Leute. Wenn ihr auch die beste Freundin der Welt sein wollt oder der beste Freund der Welt, dann wisst ihr, was ihr vielleicht nächstes Jahr für euren Freund, eure Freundin dann vielleicht mal organisieren könnt, wenn ihr möchtet. Genau, habt es auf jeden Fall im Hinterkopf. Diese Adventskalender sind auch noch länger verfügbar. Wie gesagt, jetzt gerade sind sie auch noch verfügbar. Und der war aber schon... Ich muss gleich echt unbedingt mal googeln, ob ich das... Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich werde das bei Insta posten, ob ich den... Und wenn er... Also ich werde es erst dann posten, wenn er wirklich hier bei uns ankommt, ne? Ich bin sehr gespannt. Ah, das wäre cool, oder? Ihr Lieben, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ey, ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!